Also ich will es nur mal an zwei Zahlen verdeutlichen. Im Jahr 2000 sind mit ungefähr 1000 Kraftwerke über 50 Megawatt 90% unserer Stromversorgung sichergestellt worden. Im Jahr 2020, also innerhalb von 20 Jahren, werden ungefähr 3 Millionen Kraftwerke, Photovoltaikanlagen, Windkraftwerke, Blockheizkraftwerke, die mit Biogas speisen, werden ungefähr 50% unserer Energieversorgung machen. Also wir haben eine wahnsinnige Dezentralisierung. Gleich eine Frage: Glauben Sie, dass wir 100% schaffen könnten? Also den Herrn Güldner habe ich vorhin zitiert. Ich darf das, weil wir haben uns echt gut verstanden beim letzten Interview. Der glaubt da nicht dran. Ich würde das, ich meine, das ist die Zukunft. Ja, natürlich, ich kenne Studien, die sagen, 100% regenerative Energieversorgung ist möglich. Sachverständigenrat für Umweltfragen, das Umweltbundesamt hat solche Studien. Und wenn Sie dann in die Studien reinschauen, gerade das Netzproblem, das Infrastrukturproblem, die Versorgungssicherheitsprobleme, dann wird unterstellt in den Studien, naja, wir unterstellen ein barrierefreies Netz in Europa. Verstehen Sie, das kann man natürlich unterstellen. Barrierefreies Netz, was heißt das? Wie viele tausend Kilometer benötigen wir dann, um den Transport zu organisieren? Pumpspeicherkraftwerke in Norwegen ausbauen, damit wir den Strom, den wir dann eben zu Spitzenzeiten nicht benötigen, dann einspeisen können und wieder rausholen können. Mein Punkt ist, wir haben eine klare Orientierung. Die Energieversorgung soll regenerativ umgebaut werden. Was für mich viel wichtiger ist, dass wir jetzt die nächsten 10, 20 Jahre bis zum Jahr 2020, 30, weil das sind auch Zeiträume, die wir von der technologischen Entwicklung her absehen können, dass wir die ordentlich organisieren, dass wir da richtig die Strukturen aufbauen, die wir dann für die Energiewende benötigen. Ob das dann im Jahr 2050, 80, 85 oder 100% sind. Also ich bin jetzt 60, ja, also ich denke, und das ist ein wichtiger Punkt, wir bauen derzeit ein flexibles Energiesystem auf, das dann auch an die Entwicklung von neuen Technologien angepasst werden kann. Und was mir sehr wichtig ist, wir hinterlassen keine Nachlassenschaften, wie zum Beispiel Atommüll, dass eben die zukünftige Generation über zig Jahrtausende noch auf irgendwas aufpassen müssen, das um unsere Stromversorgung gesichert zu haben. Das finde ich ist wichtig, dass wir ein flexibles, auch technisch zukunftsfähiges System aufbauen, das dann auch flexibel angepasst werden kann. Herr Kohler, ich bin ja erst 30 und Schön für Sie. ich werde das ja miterleben und ich wollte von Ihnen einfach nur hören, du wirst noch eine Welt erleben, lieber Tom, wo das möglich ist. Weil ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren, als ich 15 war, haben Experten gesagt, wir schaffen niemals bis 2020 höchstens 5% Erneuerbare und jetzt sind wir weit über 20%. Also glauben Sie nicht, dass wenn alle sich ein bisschen am Riemen reißen würden, dass wir dieses Problem lösen Ja, aber können? das ist doch das Problem. Alle am Riemen reißen. Verstehen Sie? Also, ich meine, Sie sind ja Wandler zwischen den Welten. ich bin zurzeit sehr viel unterwegs. Ja? Also, ich war auf dem Energiekongress in Mecklenburg-Vorpommern. Ich war auf Energiekongress in Bayern bei der CSU, auf dem Energiekongress auch. Verstehen Sie, wir haben da auch sehr unterschiedliche Einstellungen, Interessen. Ja? Also, in Bayern, da geht wirklich die Katze ab, oder wie man sagt. Ja. Ja? Ja, das sind Landwirte, die bauen auf ihre Felder riesen Photovoltaikanlagen. So, wir haben Maisausbau für die Biogasanlagen. So, und dann gehen Sie mal in Diskussionen mit Landwirten, die sagen, das gefällt uns überhaupt nicht mehr, weil die Pachtpreise steigen, ja, die Bürger beklagen sich über die Vermeisung der Landschaften. Ja. Also ich denke schon, und das ist mein Punkt, wir müssen die Energiewende so gestalten, dass wir die Leute mitnehmen. Ja, und Was nicht. halten Sie davon? Das ist also einfach nur eine Idee von mir. Ich sehe ja in meinem Umfeld unheimlich viele Solaranlagen, Photovoltaikfelder und so weiter. Kann man das nicht so organisieren? Und dann nimmt man ja die Bürger mit, dass jeder Bürger in der Stadt in irgendeiner Weise einen Vorteil davon hat. Also kann man die Nein, Energiewende nicht mehr wissen so Sie, genau. was unser Vorschlag ist? Ja? Ja. Und das war auch in der Ökobewegung lange Zeit Konsens. Warum sind wir für Photovoltaik? Weil wenn Sie mal anschauen, wie viele Dachflächen haben wir in Deutschland? Hallenbäder, Gewerbebetriebe, Flachdächer ohne Ende.
Und die Idee war, ohne zusätzliche Landschaftsbeeinflussung, wir bauen auf die Dächer die Photovoltaik, also Doppelnutzung, ohne dass wir Landschaft beeinflussen. So, das wäre ein effizientes Vorgehen. So, im EEG ist es nicht gemacht worden. Jetzt haben wir die Auswirkung, dass wir praktisch in ländliche Bereiche große Photovoltaikanlagen bauen, das Netz dazu bauen müssen, weil da ist kein Netz, wo kein Verbrauch ist, ist auch kein Netz, also müssen wir Netze zubauen. Also wir organisieren bestimmte Themen ineffizient. So, und unsere klare Forderung, das sagen wir auch dem Umweltministerium, Wirtschaftsministerium, wäre zum Beispiel, wir haben in den Innenstädten, in den Gewerbegebieten Riesenflächen, die schon genutzt werden. Wir haben eine Infrastruktur, wir haben Netze und wir sollten da erst einmal schauen, auf diesen Flächen, in diesen Gebieten, wo die Netze vorhanden sind, da die Photovoltaik hinzubauen, wie zusätzliche Flächenbelastung zu schaffen. Weil dann kriegt man auch eine Akzeptanz der Bürger und dann können wir auch die Bürger mit einbeziehen. Es gibt ja Modelle. Ich habe ja diesen naiven Blick, dass ich mir denke, die Energie sollte uns allen gehören. Also das ist, aber das ist ja, da bin ich noch 15. Ach, was mich eher ärgert ist, wir haben ja eine Demokratisierung der Energiewirtschaft, ja. Sie können sich ja auf Ihr Hausdach eine Photovoltaikanlage bauen. Das wird nach EEG-Einspeisevergütung vergütet. Sie haben eine ordentliche Rendite. Also wenn Sie es gut machen, 10%. Wo kriegen Sie das heute schon? Also es ist jetzt nicht nur eine Demokratisierung, sondern das ist auch für die Bürger eine richtig schöne Geldanlage, wo ich über 20 Jahre eine gesicherte Rendite habe. Also es hat schon verschiedene Aspekte, die für einen einzelnen Bürger Vorteile haben. Und wenn ich eben kein Hausdach habe, weil ich eben in einer Mietswohnung, es gibt ja auch Bürgerbeteiligungsmodelle, also wo sie sich dann an Bürgerwindparke oder Bürgersolarpark, also ich denke schon, dass die Energiewende heute auch für die breite Bevölkerung eine Möglichkeit schafft, sich zu beteiligen, sich zu engagieren, mitzumachen. Zwei letzte Themen noch, das für mich sehr wichtige Thema der Endlagerung. Oh je. Ui, kriegen wir beide das gelöst, Herr Kohler? Also ich denke, unsere Generation, ob ich sie da noch mitnehme oder nicht, weiß ich jetzt, nehmen Sie mit. Nein, ich denke, wir müssen es lösen. Ja, wir müssen es lösen, weil wir haben ja praktisch diese Energieform genutzt. Wir haben Atomkraftwerke gebaut, die Atome produziert haben. So, und ich denke, unsere Generation ist auch verpflichtet, sichere Endlager zu definieren, aufzubauen, um dann eben auch dieses Thema endgültig zu erledigen. Müssten wir vorher die Atomlobbyisten entlagern erstmal, damit wir eine viel bessere Dialogbereitschaft haben untereinander? Ach, ja, wobei, also ich bin immer wieder überrascht, wie wandlungsfähig Menschen sind, ja, also oder wie wandlungsfähig auch Konzerne sind. Also ich fange bei Siemens an, ja, also wie ich jung war, wie ich zum Öko-Institut gegangen bin, war Siemens noch voll im Atomgeschäft tätig. Ja, KWU hat Siedewasser-Druckwasserreaktor gebaut. Heute ist Siemens der grüne Konzern. Ja, also ich habe das alles miterlebt. Ich komme aus Erlangen. Und ja, eben, sehen Sie. klar, und das nehme ich den Leuten auch nur zum Teil übel. Ja? Also verstehen Sie, weil wir sind alles Menschen. Ja? Und wenn Sie, sagen wir mal, vom Studium her, von Ihrem Berufsleben her, davon überzeugt sind, Sie machen was Gutes. Und ich würde nie einem Ingenieur oder einem Mitarbeiter im Kernkraftwerk unterstellen, dass er fahrlässig in Kauf nimmt, dass er seine Mitmenschen, seine Familie schädigt. Ja? Also deshalb, ich nehme die schon ernst. Also deshalb, Atomlobbyisten, sie gibt es auch, aber zurzeit sind sie eigentlich nicht diejenigen, die unsere Energiepolitik bestimmen. Also deshalb sollten wir uns nicht mit den Atomlobbyisten beschäftigen, sondern uns wirklich sachgerecht damit auseinandersetzen, wo kann der Atommüll sicher entgelagert werden. Wobei ich da auch ein Thema sehe, wir sollten da auch Kooperationen eingehen, weil in vielen Teilen der Welt liegt viel Atommüll rum, der nicht nach unseren Sicherheitsstandards behandelt wird. Also da haben wir auch, denke ich, gute Kooperationsmöglichkeiten, dass wir auch andere Länder helfen, ich schaue jetzt nach Osten, Russland, aber auch andere Länder, damit die ihre Atommüllprobleme lösen können. Weil das ist ein internationales Problem. Zum Schluss noch eine kurze, halbminütige Geschichte von mir. Ich bin nie aufgeregt bei Interviews, ja. Aber jetzt bin ich aufgeregt nicht bei Ihnen, sondern demnächst interviewe ich einen
Menschen, der heißt Felix Finkbeiner und ist 15 Jahre alt. Kennen Sie den? Nein. Der hat mit 9 Jahren ein Referat gehalten in der Schule und gesagt, wir sollten alle 1 Million Bäume pflanzen. Und jetzt ist er 15, den interviewe ich bald und er wird mir erklären, wie er es geschafft hat mit vielen anderen Kindern zusammen, dass sie jetzt auf 12 Milliarden Bäume gekommen sind. Gut. Und die haben das Ziel, 1 Billion Bäume auf dieser Welt zu pflanzen. Und ich denke mir, wenn dieser Junge das schafft, dann müssen wir das hinbekommen. Jetzt bin ich frech in Ihre Richtung. Wenn jetzt Ihr Vertrag verlängert wird, das sind 5 Jahre, und der Junge hat in 5 Jahren 12 Milliarden Bäume gepflanzt. Also er zeigt, dass Dinge möglich sind. Ja. Haben Sie noch, wenn Sie Lust haben, noch 5 Jahre hier die DENA zu machen, haben Sie noch so eine große Vision, wo Sie sagen, ich mache es dem Felix nach? Also so eine große Vision habe ich nicht, wenn man, und das ist eigentlich mein Anspruch. 1 Million Kernstäbe in Sicherheit bringen. Nein. Also mein Ziel, also wenn man dann wirklich so ein Ziel uns vornehmen, mein Ziel ist, dass wir das Thema Energieeffizienz, also den Verbrauch von Energie, massiv reduzieren. Und das wäre eigentlich mein Ziel, was ich mir vornehme. Wir reden viel über Kernkraftwerke, Ausbau, Photovoltaik, Windenergie. Aber die Basis der Energiewende ist, energieeffizient zu nutzen. Verstehen Sie? Jede Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, muss nicht erzeugt werden. So, und das ist für mich schon ein Ziel, das Bewusstsein, dass Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit, Klimaschutz nur möglich ist, wenn wir energieeffizienter werden. Das ist so mein Thema, wo ich schon noch viel Herzblut investieren werde. Vielleicht sollten wir auch viel Geld in die Hand nehmen und diese ehemaligen Atomlobbyisten einkaufen und die sollen durch die Lande ziehen und dieses Bewusstsein schaffen. Also für, wer weiß... Nein, da haben wir, da brauchen wir keine Atomlobbyisten dazu. Wenn sie mitmachen, ist es okay. Aber wir haben da viele Handwerker etc., Ingenieure, Architekten. Also wir brauchen ja für die Energieeffizienz, weil wir müssen sie überzeugen, wenn Sie das nächste Mal ein elektrisches Gerät kaufen, dass Sie das Effizienteste kaufen. Wenn Sie mal ein Haus, oder vielleicht haben Sie ein Haus, sanieren oder neu bauen, möglichst energieeffizientes Haus. Also wir haben heute die Möglichkeit, Energie-Plus-Häuser zu bauen, also die keine Energie mehr von außen zugeführt, also extern zugeführt, sondern die es im Haus organisieren. Das müssen wir organisieren und das ist eine Aufgabe, die millionenfach an den verschiedenen Orten erfolgen muss. Und das ist eigentlich so eine meiner Leidenschaften, wo ich schon noch was bewirken möchte. Wenn Sie erlauben, begleite ich Sie in den nächsten Jahren noch dabei, komme ab und zu vorbei. Und der Kaffee schmeckt bei Ihnen super, das ist ein guter Bohnenkaffee. Das ist ein guter Kaffee, ja. Wirklich auch Wert drauf. Wir haben ja hier Ruhe gehabt und haben den Italiener gerade gewechselt und sind hier reingekommen. Gut. Schöner Gastgeber, guter Gastgeber. Zum Schluss nenne ich noch 3 Begriffe und bitte um 3 kurze Assoziationen. Erster Begriff, Augsburg. Fuggerstadt, Brechtstadt und FCA, erste Bundesliga. Und Ihre Heimatstadt, ne? Und meine Heimatstadt, ja. Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, guter Bundeskanzler, der die Agenda 2010 umgesetzt hat mit Frank-Walter Steinmeier zusammen, das war sein Kanzleramtschef. Ich denke, die Agenda 2010 hat dazu geführt, dass Deutschland industriepolitisch heute so gut dasteht und so gut durch die Krise gekommen ist. Peer Steinbrück. Hat viele Aufgaben vor sich, insbesondere die linke SPD auch, sagen wir mal, in ein Gesamtkonzept einzubinden. Ich beneide ihn nicht. Hat der Schröder ja schon mal gemacht, das hat sie gespalten. Ich weiß nicht, ob die sich nochmal spalten muss. Dankeschön, Herr Kohler, für dieses Interview und vielleicht bis bald. Ja, danke. Dankeschön. Tschüss. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten, und mein nächster Gast ist König Kurt Biedenkopf. Bis zum nächsten Mal.